Hallo vom südwestlichsten Punkt Australiens. Ist es so? Da befinden wir uns nämlich gerade und hier trifft der pazifische und der südliche Ozean aufeinander. Und einen Leuchtturm gibt es auch, den gucken wir uns gleich noch an. Und was gibt es noch zu sagen? Hier ist die Hölle los. Also Wahnsinn, wir haben fast keinen Parkplatz gefunden. Ja, heute ist wieder mehr los. Wir gehen jetzt nicht zum Leuchtturm, der hätte nämlich zurück. $8 Eintritt pro Person gekostet. Der Leuchtturm hätte $20 gekostet und nur um die Area da rum zu betreten zu dürfen, hat $8 pro Person gekostet. Also, um sich hier hinten auf den Rasen zu stellen und aufs Meer zu gucken. Aber gut. So, zum Mittagessen sind wir jetzt nochmal zurück zum Strand gefahren und das Coole hier ist immer, dass die Barbecues direkt in der Nähe vom Wasser haben, da kann man dann immer grillen. Und bei mir gibt es jetzt nochmal die Reste von den Burgern von gestern. Und die Anina holt sich währenddessen hier nebendran Fish and Chips. Die sagt schon die ganze Zeit, sie hat so Lust da drauf und jetzt haben wir das hier gesehen. Und ja, hier gab es wieder ein Barbecue und wir hatten noch Reste, was eh nur für eine Person gereicht hat. Und deshalb, das passt heute perfekt. Und genau, jetzt genießen wir das hier direkt am Strand und danach fahren wir dann weiter. Und das einzig Blöde bei den Grills hier, bei den öffentlichen, ist immer, dass die ziemlich siffig sind, zumindest die meisten von denen. Und deshalb benutzen wir einfach immer Backpapier und legen das auf den Grill drauf. Und morgens machen wir uns ja ganz oft, wenn sowas in der Nähe ist, da Pancakes drauf oder jetzt mit den Burgern, damit das Ganze einfach eine saubere Angelegenheit ist. Wir sind jetzt in Hamilton Bay und auf den Ort freue ich mich ja schon so richtig lange, weil der Ort ist bekannt dafür, dass Rochen bis zum Strand kommen und dass man die direkt beim Strand, beim Sand eben sehen kann, beim Reingehen. Und da braucht man ein bisschen Glück, weil die eben auch nicht immer da sind, logischerweise. Aber man hat eben sehr, sehr gute Chancen und ja, das könnte ein absolutes Highlight werden. Und hier stehen wir jetzt auch schon an einem Schild, was das Ganze beschreibt. Und es sind sogar Adlerrochen, also nicht nur normale Rochen, die kleinen, sondern Adlerrochen. Und boah, ich hoffe so, dass wir die sehen. Das wäre so cool, wirklich. Es ist gerade angekommen, wir haben schon zwei gesehen. Die sind riesengroß, richtig geil. Und wir holen jetzt auf jeden Fall mal die GoPro raus und halten die ins Wasser. Und die sind wirklich hier ganz vorne am Strand. Das ist so cool. Abgefahren. Hier sind so viele und sobald man ins Wasser geht und irgendwas reinhält, in meinem Fall dann immer die GoPro, kommen die sofort entweder neugierig oder wahrscheinlich wurden sie irgendwann mal angefüttert, denke ich mal. Aber hier sind jetzt keine Leute, die füttern, aber es ist richtig voll hier, das interessiert natürlich richtig viele. Aber es ist einfach nur krass, so krass wirklich. Ich bin absolut begeistert und Janina hat jetzt sie bisher nur von draußen gesehen, aber die will jetzt auch mal rein und die Hand reinstrecken und ja, gucken, wie sie näher kommen. Der Strand ist voll, aber es stinkt, aber das macht alles gar nichts, weil es einfach so ein unbeschreibliches Erlebnis ist, hier einfach direkt knietief im Wasser zu stehen und die Rochen schwimmen um einen rum. Das ist so krass und die sind riesig. Die sind wirklich richtig groß. Sind so viele kleine oder so? Also ich dachte, wir haben nur einen ganz kleinen gesehen, ja. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass hier so viele sind und so groß und Wahnsinn. Also richtig cool. Ich habe gerade nochmal nachgelesen und zwar sind die Rochen deswegen hier, weil morgens die ganzen Fischer vom Meer reinkommen und die Fische hier schon ausnehmen und die ganzen Fischreste hier ins Wasser schmeißen. Das hat eben die Rochen angelockt und ja, mittlerweile ist zwar kein Fischer mehr da, aber die Rochen sind trotzdem noch da und ja, eigentlich finde ich es nicht gut, wenn die ganze Zeit da so umzingelt werden und angefasst werden. Aber ich meine, sie könnten auch wegschwimmen und im Moment füttert sie wirklich keine. Also von der Hand macht es hier keiner. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit
so gerätselt, weil für uns sahen die irgendwie nicht aus wie Adlerrochen, weil die Adlerrochen haben ja immer mehr so Flügel und solche dicken Nasen. So, ja genau, so eine fette Schnauze, gell? Ja, aber es sind australische Adlerrochen, steht hier zumindest auf dem Schild hinter uns. Ja. Und ansonsten ein ganz kleiner war dabei und der sah mehr aus wie ein Manta, gell? Du hast gesagt, der hatte solche Lappen. Der sah von oben von der Form aus wie ein Adlerrochen oder eben wie ein Manta. Aber die Janina sagt, sie hätte gesehen, dass der solche Lappen gehabt hätte, aber der war nicht ganz klein. Warum sollte da ein Manta sein?